Hallo Freunde, kurze Boots, kurze Video, meine Freunde. Kolja Goldstein erklärt in der Instagram-Fragerunde die drei Schritte, wie man irgendwie 100.000 Euro Schwarzgeld waschen lässt. Man kauft, keine Ahnung, er hat so ein Beispiel Briefmarken gemacht. Man kauft Briefmarken teuer, dann bekommt man die und verkauft sie dann weiter, Mann. Nice, Kolja, musst du aufpassen, Mann. Nachher bringst du den jungen Sträuchen ein bisschen zu viel kriminelle Energie bei. Keine Frage, soll jeder machen, was er will. Das will ich ja gar nicht bestreiten, Mann. Aber du musst immer aufpassen, die Polizei observiert dich. Verstehst du, was ich meine? Nachher checken sie den Instagram ab und dann wissen sie Bescheid, was du so tust. Du weißt doch Bescheid, was ich meine. Dann haben die so, dann machen sie Auge auf dich. Das willst du doch nicht, oder, Kolja? Also, musst ein bisschen kriminelle Sachen lieber für dich behalten. No front, was, ich will dir ja nur helfen, Mann. Am Ende packen sie dich und dann bist du am Ende oder so. Das wäre doch nicht cool, Mann. Okay, die Fans ein bisschen was über Finanzen beizubringen, so Walter White-Style, so kann man machen, so kristallmäßig. Keine Frage, so ein bisschen Wissen ist gut. Aber auch nicht übertreiben. Okay, meine Freunde, das war's für die Boos. Abonniert, liked, nicht vergessen, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal, meine Freunde.